Ah, sollte ein Stieber 1-1 hier bei 1860 München ein gewonnener Punkt oder zwei verlorene am Ende? Ja, das weiß ich nicht. Also wir haben gute Möglichkeiten gehabt, auch die drei Punkte mitzunehmen zu können. Aber ich muss auch sagen, wenn Olic das 2-0 macht, dann könnte das auch in die andere Richtung auch gehen. Also ja, so gemischte Gefühle. Ihr habt gerade auch in der ersten Halbzeit das Tor so plötzlich bekommen von 60. Wie wichtig ist es da auch für die Moral, dass ihr noch vor der Pause den Anschluss erzielt? Ja, das war sehr wichtig. Ich glaube, wir haben, wie du gerade sagtest, plötzlich das Tor bekommen. Dann hätten wir aber auch das 2-0 bekommen können, wo Polle dann super hält. Aber ja, sind gut zurückgekommen und ich glaube, wir hatten auch schon Anfang der Saison eine gute Moral, eine funktionierende Mannschaft, was vielleicht nach außen hin nicht so gewirkt hat, weil wir halt eben nicht die Ergebnisse hatten. Aber ja, also die Moral der Truppe ist immer gut und war natürlich heute super, dass wir da noch vor der Halbzeit einen Ausgleich gemacht haben. Du hast ja mit einem sehenswerten Treffer fürs 1-1 gesorgt. So ein Tor sieht man auch gerade in der zweiten Liga nicht alle Tage, oder? Ja, das weiß ich nicht. Also ich freue mich, dass ich in der Liga mein erstes Tor gemacht habe. Das war ein super Ball von Christoph und habe ich den Ball optimal angenommen und ja, ich glaube, ein schönes Tor gemacht.